fertig, ich leg mich mal hin. Ja, ich deck schon mal den Frühstückstisch. Hm? Okay, und ich räume schon mal den Tisch ab. Okay. Morgen. Morgen. Wo warst du denn? Frag nicht, ich bin im Wald aufgewacht. Was hast du denn getrieben? Ich habe jemanden umgebracht. Ich habe jemanden getötet. Tot gemacht, ermordet. Mach mal einen Punkt. Wen hast du tot gemacht? Sein. Aber sie ist sicherlich nicht das Einzige, was hier scharf ist. Hört mal, ich mache mir kurz einen Drink und dann zeigen wir denen hier mal einen Tanz, ja? Drink her, Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Okay, was soll das mit der Waffe? Martini gibt's nicht. Ich werde dir ein Angebot machen, was du nicht ausschlagen kannst. Ah, so ist das Geschäft. Man weiß nicht, wie man diesen Zeiten vertrauen kann. Aber Giovanni, auf die Familie kannst du dich doch immer verlassen. Hüte dich. Ich hab dich im Visier, mein Junge. Irgendwann, möglicherweise auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ey, Mann, sowas macht man nicht mal zum Spaß. Ey, alles gut, mach dir nicht ins Hemd. Zeig mir her, was du da für ein Spielzeug hast. Ja. Junge, Junge, das ist ja sogar eine echte. Du willst mir also erzählen, in meiner Küche liegt jetzt eine Leiche, oder was? Mir ist schlecht. Woher? Wo hatte ich das Scheißding? Lara? Ist doch auch mal was. Hm. Haben wir noch nicht hier. Ui. Oh. Mann, ey, ich habe echt einen Tinnitus. Ja. Die haben die Anlage aber auch wirklich schön aufgedreht. Ja. Ey, nicht, dass es so wird wie bei Lukas damals. Oh Mann, vielleicht heftig mit seinem Hörschwitz. Er war. Er hat es aber später mit Humor genommen, dass er nur noch den Bass von Scooter hören kann. Hey, der alte Raver. Ja. Ich mach mir echt Sorgen, ob das wieder wird. Ja, du standest ja auch auf ihn. Gar nicht. Aua. Alle. Du bist ja ganz rot. Quatsch. Psst. Wer ist denn da? Psst. Wer ist denn da? Hier, gib das mal meinem Freund zurück. Warte mal. Ich kann euch da vertrauen. Ne? Hallo?
alle. Ara, wieso hast du eine scheiß Waffe in der Hand? Oh mein Gott, Kalle! Ey, fuck. Vielleicht hat sie mit jemandem erschossen. Ja, meine Fingerabdrücke sind drauf. Ja. Die kann da nicht liegen bleiben, wenn jetzt die Bullen kommen. Ja. Hab ich mir auch schon überlegt. Okay, komm, lass die schnell reinbringen. Habt ihr mir eine scheiß Waffe gegeben? Wir haben gedacht, die Frau hat damit jemanden erschossen. Ihr wollt mir erzählen, dass da noch mehr Blut dran klebt, oder was? Naja, es sieht so danach aus, als würdest du des Mordes angeklagt. Und das Problem mit der Leiche hätte sich jetzt auch erledigt. Aufwachen, Frühstück ist fertig. Diggi. Gregor, was zum... Dann lasst uns mal die Leiche ansehen. Kommt mit! Was machst du denn da? Erinnert ihr euch noch an Lukas? Vor 3 Jahren? Aufwachen, Frühstück ist fertig. Hier. Ja, bringen Sie die heute Abend einfach rüber. Wenn sie die Mistviecher erledigt haben. Okay. Es kann aber ein wenig später werden. Ist das in Ordnung? Ja, kein Problem. Ich mache heute eh eine Party und machen Sie sich keinen Kopf. So schnell gehe ich heute nicht ins Bett. Also nicht, dass die auf der Feier in falsche Hände gerät. Ach was. Die Waffe ist gewissermaßen eh kastriert. Und wir sind ja alle erwachsen. Alles gut.